Einen wunderschönen guten Morgen hier von mir aus Montenegro an unseren mittlerweile dritten Tag hier in Montenegro. Dieses Mal aus Budva, wo wir gestern noch fein gespeist haben, gestern am Abend. Oder ich zumindest. Hier dann direkt am Strand, also man sieht sie hier, übernachtet haben, also hier unser Auto. Gestern noch die Nacht vom ersten riesen Unwettern überrascht wurden. Also es hat die halbe Nacht gewittert, geschüttet, gedonnert, alles was dazugehört. War nicht so ganz angenehm zum Schlafen, deswegen haben wir heute ein bisschen länger dann auch ausgeschlafen in der Früh. So, wir sind jetzt hier. Also wir befinden uns in Budva, mitten auf den großen, ich glaube das ist eh nur ein großer Stadtstrand. Hier jetzt bei der, so, Welcome to Saint-Tropez. Interessante Schreibweise, oder? Das ist die Beach Bar, wo wir hier übernachtet haben. Wir machen uns jetzt hier langsam einmal am späten Vormittag auf dem Weg in die Altstadt. Schauen wir, ob das zumindest ein bisschen ansprechender ist. Weil, also wenn ich ganz ehrlich bin, der Strand und alles, was man da so sieht, nicht so unbedingt das, wo ich meinen Urlaub verbringen würde. Aber gut, ist meine Meinung, ja. Den André geht es halt nicht besonders gut. Der ist doch wahrscheinlich beim Essen gestern in Kotor irgendwas nicht in Ordnung gewesen. Deswegen werden wir es wahrscheinlich heute doch eher etwas ruhiger angehen. Aber ja, vielleicht bringt der Spaziergang jetzt was. Und Kaffee irgendwo. Und ja, melde mich wahrscheinlich dann aus der Altstadt vorne. Also man sieht hier, man sieht schon jetzt hier später Vormittag ziemlich viel los am Strand. Und vorne, ganz vorne, man sieht es dann eh. Das ist die Altstadt. Das ist da, wo wir jetzt immer schön. So, nach guten 10 Minuten Spaziergang jetzt über die gesamte Strandpromenade. Mehr braucht man nicht jetzt von einer Seite zur anderen. Ich glaube, man hat es eh an die Bilder gesehen. Ziemlich viel los. Ja. Also nach meiner Beurteilung nach muss ich sagen, geschätzt oder nicht, das Publikum besteht aus Hälfte Russen, Ukrainer und die andere Hälfte Einheimische und Serben. Ansonsten null, zero, irgendwo aus, westliche Touristen, sage ich jetzt mal. Also ich hoffe, dass jetzt die Altstadt irgendwo ein bisschen was Schöneres zeigt, dass die schönere Seite von Budva. Aber das, was man hier so gesehen hat, das ist eher viel Kitsch, viel Klassiker, Restaurants, laute Clubs, sowohl Tag als auch nachts. Viele, wie man sieht, fertige und auch unfertige Hotelburgen. Absolut architektonisch katastrophal. Also wenn man auch da nach oben schaut, das schaut alles andere als schön aus. Hier dann im Hafen wieder der ganze Protz mit den Yachten und so weiter. Ja,
Aber zumindest das Wetter passt heute, ja, für eine kleine Sightseeing-Tour. So, wir gehen jetzt einmal hier in die Altstadt. Also die Altstadt ist jetzt hier. Und ich hoffe, dass wir da zumindest ein bisschen entschädigt werden. So, also hier nach guten 10 Minuten, Viertelstunde eigentlich schon durch die Altstadt. Also es hat sich schon ein bisschen auch bestätigt, so wie draußen eigentlich das Bild ist von Budva. Eher viel Kitsch und viel nicht Schönes aus meiner Sicht. Geht auch hier weiter. Also die Altstadt ist bei weitem nicht das, was zum Beispiel Kotor zu bieten hat. Also bis jetzt absolut Kotor. Die Altstadt mit viel mehr Klasse, mit viel mehr Stil, ja? Also nicht so viel Kitsch überall. Hier ist ja wirklich jeder Zentimeter, jedes noch so kleine Geschäft nur auf Touristen zugeschnitten. Ja, ich glaube, wir werden jetzt hier einfach hier auch irgendwo das Ganze abschließen. Langsam zurück Richtung Auto und dann, ja, müssen wir schauen, irgendwo noch ein, zwei Ortschaften entlang der Küste, der montenegrinischen Küste besuchen. So als Entschädigung für den doch nicht so schönen Stadtrundgang gibt es jetzt ein spätes Frühstück oder frühes Mittagessen. Hier im. Achso, eins ist. Na dann, na ist wirklich ein sehr spätes Frühstück dann. Also um eins heute. Hier im Stadtcafé, also direkt hier vor den Toren der Altstadt. Und hier vorne der Hafen. Also eigentlich sehr schön hier. Und also wir haben jetzt hier Kleinigkeit bestellt, ja, also nichts Großes, aber echt super. Club-Sandwich zu super fairen Preisen. 4,50 Euro und hier beim André das Steak, glaube ich, um was? 14 Euro. Ja, echt super cool, sehr gute Welt. So, wir stärken uns jetzt, genießen hier jetzt nochmal noch die Ruhe und man sieht eh, das Wetter ist heute nicht unbedingt. Eigentlich wollte man ja auch einen kurzen Badestopp hier einlegen. Ja, aber sowohl das Wetter als auch der Stand, man hat es eh gesehen, nicht sonderlich einladend, deswegen ziehen wir dann gleich im Anschluss weiter nach dem Essen. Also noch einmal hier eine Meldung auf dem Rückweg zum Auto. Jetzt gehen wir hier nicht die erste Reihe direkt neben dem Meer, sondern jetzt hier irgendwo zweite Reihe. Und wenn man sich das hier anschaut, also ich habe vorher schon mal erwähnt, ich glaube zum Urlaub machen hier, ich weiß nicht, wem das wirklich gefällt. Also schon die erste Reihe, das Meer, der Stand ist nichts Besonderes, aber wenn man sich dann das hier hinten alles anschaut, wie das ausschaut. Eieieiei. Meine lieben Montenegriner. Es gibt eh nur so wenige Ortschaften hier bei euch, aber schau mal da rein. Also nicht, dass ich jetzt hier irgendwelche Geschichten erzähle, aber puh. Was sagt ihr dazu? So, auch wunderschöne Sportanlagen, wie man hier sieht. Tischtennis kann man hier spielen. Fußball, echt schön. Wie man sieht, auch richtig
stark in Betrieb. Naja. So, jetzt sind wir gerade mal raus aus Budva. Viertelstunde, 20 Minuten mit dem Auto unterwegs gewesen. Und die nächste Station, ich glaube, das wird ist glaube ich definitiv auf den ersten Blick ein Highlight. Sveti Stefan, eine super nette, kleine, feine Ortschaft. Wie gesagt, circa 10 Kilometer von Budva entfernt, aber eine komplett andere Welt. Es war zwar jetzt etwas schwierig, da irgendwo runterzukommen, weil die Straßen extrem eng sind, ja, und mit dem doch ein bisschen größeren Auto nicht so easy. Aber ich glaube, es hat sich gelohnt. Also das ist jetzt hier ein wunderschöner Blick auf diese Altstadtinsel da vorne, die ein bisschen vorgelagert ist. Hier, glaube ich, sieht man es noch besser. Schöne kleine Cafés, also echt auch fein. Genau, schau, hier sieht man das. Wo man über den Steg dann davor in die Stadt geht. Schöner Strand, gepflegter Strand, also das schaut wieder wirklich. Also jetzt bin ich noch mehr froh, dass wir da aus Budva raus sind. Ja. Da sich noch ein paar Stunden länger aufhalten, ist eine Katastrophe. So, wir werden jetzt hier irgendwo einen Kaffee genießen. Also nun haben wir, glaube ich, definitiv unser Paradies in Montenegro gefunden. Also die ersten zwei, drei Stationen, die waren eigentlich nichts. Also, muss ich ehrlich sagen, nicht empfehlenswert, auch glaube ich, wir würden nicht mal nochmal herkommen. Aber Sveti Stefan, absolut empfehlenswert. Ich muss sagen, jetzt haben wir hier die letzten drei, vier Stunden verbracht. Den Nachmittag ein bisschen relaxed hier, vor allem nach dieser letzten Nacht, wo man glaube ich wegen dem Gewitter, glaube ich, keine zwei, drei Stunden geschlafen haben. Aber hier war es echt ehrlich, also diese Aussicht hier. Jetzt ist schon irgendwo 6:30. Jetzt ist der Strand auch schon ziemlich leer, aber der Ausblick hier auf diese Insel, auf die vorgelagerte, mit dem Sonnenuntergang, hinter uns die ganze Zeit die Bar, die Musik, das macht schon, also so stellt man sich einen Tag am Meer vor. Bei uns eh nicht jeden Tag, aber zumindest wenn wir mal irgendwo für ein paar Stunden uns erholen müssen vor den ganzen Abenteuern, dann stellt man sich das auf jeden Fall so vor. So, langsam packen wir uns zusammen jetzt und ja, schauen wir, irgendwo was essen wieder. Irgendwo einen Schlafplatz wieder suchen oder müssen wir schauen. Die Überlegung war, dass wir gleich irgendwo nach Podgorica fahren, dass wir auch die Hauptstadt Montenegros einmal sehen. Ich glaube mit Dennis, ich glaube das wird heute der einzige Tag, wo wir mal die obligatorische Tennisstunde mal ausfallen lassen. Aber egal, holen wir sicher wieder nach morgen. Also, mittlerweile sind wir jetzt beim Abendessen. Gleich in der Nähe von Sveti Stefan. Und dieses Mal, das erste Mal, glaube ich, so früh wie noch nie. Jetzt sind wir gerade erst einmal 8:30. Jetzt wollen wir immer erst um 10 oder weit nach 10 essen. Ich glaube, super Location ausgesucht. Das Ding hier ist hier. Was ist das jetzt hier? So. Jebem Tisnashta. Super Blick in die Küche. Also bevor ich jetzt weiterrede, man sieht hier im Lokal in die Küche super Aussicht nach hinten. Also hinten sieht man runter Richtung Sveti Stefan. Genau, Paštrovića Dvori. Also gleich hier einen Kilometer entfernt von Sveti Stefan.
und super empfangen worden vom Chef, direkt persönlich, und man sieht ja, er begrüßt ja jeden einzelnen Gast. Das Essen scheint auch sehr gut zu sein, also heute gibt es das erste Mal eine Fischsuppe. Ich bin jetzt schon, glaube ich, 3 Tage auf der Suche irgendwo nach einer Fischsuppe. Nirgends gefunden, jetzt hier das Glück gehabt. Und nachher gibt es dann Meeresfrüchte-Spaghetti. Ich traue mich halt drüber, der André nicht mehr. Ich glaube, der wird die nächste Zeit nichts mehr davon hören wollen. Nach dem gestrigen Desaster. Aber ich probiere es, wird schon gut sein hier. Schau mal, wir essen mal fertig und dann berichte ich mal, wie es wirklich gewesen ist. Also die Fischsuppe war mal, muss ich sagen, wirklich ausgezeichnet. Aber hier weiter, jetzt müssen wir wieder Kritik üben. Auch der Andrea hat gesagt, gerade wenn der Chef nicht so nett wäre, würde man, glaube ich, ganz andere Bewertung abgeben. Also ich habe hier jetzt die Meeresfrüchte-Spaghetti, aber eine gute 3 würde ich geben. Von 10 Punkten mehr nicht, das ist einfach nur Tomatensauce und irgendwie fertige, tiefgekühlte Meeresfrüchte reingeschnitten. Auch das Fleisch beim André, muss ich sagen, wenn ich mir das anschaue, dass du das runterkriegst. Aber egal. Auch da werden wir alles zusammen essen, wenn man hungrig ist und den ganzen Tag fast nichts isst, dann geht das schon. Aber sind immer noch auf der Suche nach wirklich, wirklich gutem Essen. Ja. Gut, wisst ihr, ich als Weinkenner, aber gut, mein Weinkenner hier auf der Seite, der sagt, der Wein ist ebenfalls sauer und kann nichts. Also, der Chef ist okay, alles andere fällt durch. Und wie gesagt, wir sind immer noch auf der Suche nach dem wirklich guten Essen. Also ich muss sagen, bis auf die Cevapi war bis jetzt kaum irgendwas gut. Aber vielleicht haben wir das Glück in Albanien dann. Schauen wir. Auf jeden Fall werden wir ein, zwei gute Rakia nach trinken und dann wird es auch passen. So einen wunderschönen guten Morgen, beziehungsweise schon Mittag oder kurz nach Mittag. Was ist heute, ich glaube, Mittwoch oder Donnerstag schon. Ich habe überhaupt keine Ahnung mehr, Überblick verloren über die Tage. Heute haben wir, wie man sieht, eher einen nicht schönen Tag. Also wir sind gestern hier am Abend von diesem wunderbaren Restaurant, wo wir wieder eingefahren sind mit dem Essen, hierher gefahren, also gleich 2 Minuten über die Straße. Also hier immer noch die Gegend um Sveti Stefan herum. Haben jetzt hier einen super Platz erwischt, also der Stand ist hier unten, wir gehen hier gleich runter, jetzt was zum Essen holen. Aber hier ist weit und breit niemand, also die erste Nacht wirklich komplette Ruhe gehabt und irgendwo 7-8 Stunden am Stück geschlafen. Den Vormittag jetzt, ich habe wieder ein bisschen Arbeit dazwischen kommen, ein bisschen was tun müssen, aber gut, nachdem es eh wettermäßig nicht so rosig ausschaut, war es eh wurscht. So, wir spazieren jetzt runter, haben jetzt hier die Empfehlung von den Damen, die hier den Platz bewachen, bekommen, dass man da auch gut essen kann oder ziemlich gut essen kann. Wir werden schauen, wieder das Glück suchen nach gutem Essen hier. Nach so vielen Tagen irgendwie nichts wirklich sehr Brauchbares bis jetzt gefunden. Aber wir schauen. Sehr schön, hier steht das Auto. Echt schön, mitten im Nix. Auch das erste Mal draußen geduscht, nach, glaube ich, 7 Tagen jetzt auf den Tennisplätzen. Also für alle Camper, die hier irgendwo unterwegs sind, einmal in der Gegend, oder Wildcamper. Also hier kann man wirklich super cool stehen, wie ich schon gesagt habe. Man zahlt zwar 4 Euro für den ganzen Tag, kann aber dann auch
hier natürlich irgendwo unten am Strand, am bewachten Parkplatz. Und die Nacht kann man hier verbringen. Also es ist echt nice, muss ich sagen. Die Anfahrt ist ein bisschen steil. Die Damen haben mich jetzt eh oben gewarnt, dass man, wenn die Straße nass ist, eher nicht hochfahren sollten. Ja, weil die Gefahr, dass man da irgendwo dann ausrutscht, groß ist. Aber ja, nachdem es jetzt eh trocken ist, wird es schon gehen nachher. Also hier noch einmal Parking Smokov Wienerz. Wie gesagt, die Preise 4-5 Euro der Tag, also wirklich kostet gar nichts. So, jetzt schauen wir, ob wir da irgendwo was Feines zum Essen bekommen. Das Restaurant soll auch hier dann den Parkplatz oder Buchtbetreiber gehören. Schau hier. Also mittlerweile haben wir uns hier platziert im gleichnamigen Restaurant, wie die Bucht heißt. Smokov Wienerz. Essen war ruckzuck hier. Was wir uns jetzt schon die ganze Zeit fragen eigentlich. Egal wo man hinkommt, egal wo man bis jetzt essen kann, warum müssen alle, aber alle Restaurants immer alles bieten. Also es gibt von italienischer Küche, also Pizza, Pasta, Fleisch, was typisch vom Balkan ist, die bieten alles. Ja. Und ich verstehe das nicht, also warum da nicht irgendwo sich das eine oder andere Restaurant ein bisschen abhebt von den anderen und irgendwas Spezielles bietet. Also man kriegt wirklich so typisch Standard Jugo-Balkan-Küche überall. Aber schaut mal, schaut heute schon viel, viel, vielversprechend aus. Also meine Portion hier. Veschalica mit Schopska Salata. Also auf das freue ich mich schon. Große Portion. André hat was ist das? Schwarzes Risotto, ne? Mit Oktopus. Auch hier echt wunderschön, direkt am Strand gelegen. Also mit einem schönen Blick auf beide Seiten, sowohl hier als auch hier rüber. Wie man sieht, es ist nichts los aufgrund des unbeständigen Wetters heute. Aber macht nichts. Dafür ist es weniger heiß und angenehmer, weil wir ja einen schönen Platz gleich gekriegt haben. So, wir werden jetzt hier mal verkosten und hoffen, dass das irgendwo jetzt auch das widerspiegelt, wie es aussieht. Also, wie man sieht, ich kämpfe immer noch hier mit dem Essen. Seit einer halben Stunde, glaube ich schon. Der André ist schon lang fertig mit seinem Oktopus-Risotto. Ich habe eine, man sieht gesehen, jetzt habe ich noch immer das letzte Stück Fleisch hier am Teller. Es ist einfach viel zu viel für doch einen schönen Tag am Ende des Tages. Also es ist auch wirklich mittlerweile wieder schön geworden, wie man sieht. Es war immer noch wenig Leute am Strand, aber also hier könnte ich, muss ich sagen, hier könnte ich es auf jeden Fall einmal den einen oder anderen Tag aushalten. Es ist schön ruhig. Man hat eine schöne, super Gelegenheit zum Stehenbleiben, wie man gesehen hat, und Essen ist gut. Also absolute Empfehlung, ja. Also für alle, die mal hier in der Nähe sind, in der Nähe von Sveti Stefan, auf jeden Fall vorbeikommen hier. So, wir werden jetzt, also ich werde es fertig essen, packen uns dann zusammen und jetzt geht es dann in Ruhe Richtung Podgorica, der Hauptstadt von Montenegro. Einfach einmal um zu schauen, wie es einmal dort ausschaut, um sich ein Bild zu verschaffen. Und dann entscheiden wir, ob wir noch heute in Montenegro bleiben. Oder vielleicht heute schon, muss man schauen, nach Albanien uns am Weg machen. Also nach wie vor ohne großen Plan unterwegs, aber wahrscheinlich des Wetters wegen. Also die nächsten ein, zwei Tage sind auch noch nach wie vor, so wie heute angesagt, eher unbeständig.
deswegen war jetzt die Idee, dass wir eher schneller als geplant Richtung Südalbanien kommen. Weil dort ist ja wirklich, wirklich, wirklich schön. Aber schauen wir.